Willkommen in die neue Handelswoche mit dem Blick in die Märkte und damit guten Morgen und danke auch für die lieben guten Morgengrüße, die wir hier schon bekommen haben über unsere Chatfunktionen in GoToWebinar und Facebook. Bitte diese auch nutzen, um Wunschmärkte loszuwerden oder Fragen zu stellen. Da schaue ich hier rein. Bevor wir das tun, geht es natürlich los mit dem Risikohinweis in Gänze. Bitte zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit starten wir den Blick in die Märkte mit den Tagesnachrichten. Da gibt es so viele nicht. Und dann der Blick in das, was ich gestern schon im Research am Sonntag geschrieben hatte. Euro, britisches Pfund steht auf der Uhr. Wir haben Euro, Australdollar und britisches Pfund, Schweizer Franken. Diese Währungen allesamt an recht interessanten Verortungen in den Trendverläufen. Von der Seite her machen wir da gleich richtig Feuer. Vorher die Nachrichten, ich hatte es ja gesagt, heute ist nicht so viel los. Wir haben um 8 Uhr den Erzeugerpreisindex bekommen, der ist zurückgegangen auf einen Stand oder um minus 0,8. 11 Uhr gibt es die Handelsbilanz aus der EU und in Kanada bekommen wir heute um 14.30 Uhr die Großhandelsumsätze. Punkt. Das war's mit Blick auf die großen Player hier an den Märkten. Diese Woche gibt es noch ein paar andere wichtige Nachrichten. An dieser Stelle bitte aber auch jeder, der hier Positionen tradet bei den eigenen Währungspaaren, immer mal einen Blick auf die entsprechenden Daten suchen bzw. setzen, damit hier jeder weiß, wann welche Nachrichten kommen, die die ein oder andere Währung möglicherweise hier beeinflussen könnte. Hier die Nachrichten für heute und damit der Blick in die Märkte. Wir sehen es, der DAX beispielsweise heute Morgen auch wieder freundlich in den Tag gestartet, setzen sozusagen ein bisschen an dem, wie die Vorwoche zu Ende gegangen ist hier. Hier, das ist der Montag. Also hier alles in einem Bereich, wo man so den Eindruck bekommt, dass die Märkte doch so langsam positiver in die Zukunft blicken, dass sich die ganzen Shutdown-Regelungen so Stück für Stück abbauen lassen, auch wenn noch keiner weiß, wie es tatsächlich ausgeht, wie sich die entsprechenden, Ansteckungszahlen mit einer Öffnung entsprechend entwickeln werden. Man weiß es nicht. Wir haben jetzt Berichtssaison. In der Berichtssaison sehen wir teilweise auch gemischte Ergebnisse. Wir sehen allerdings auch Ausblicke. Ausblicke fallen natürlich momentan sehr, sehr verhalten aus, weil keiner weiß, wie es richtig reingeht. Aber wir bekommen jetzt mal Zahlen, mit denen man in irgendeiner Art und Weise zumindest mal was anfangen kann. Und wir sehen ja, die Börse reagiert drauf. Im DAX wird es jetzt dann im nächsten Schritt wichtig, dass wir hier über dieses Zwischenhoch drüber laufen, was wir hier gehabt haben, bei roundabout über den Daumen 10.820 Zählern. Da sollten wir drüber, dann setzt sich dieses dicke eingezeichnete Trendverhalten nach oben hin fort und wir können uns dann auf die 11.000 Punkte Marke konzentrieren. So weit ist es momentan noch nicht, wenn wir uns das Ganze im kleinen Bild mal anschauen hier mit dem Blick in die Stunde. Da sehen wir von unten, von den Tiefs raus, ist der Markt natürlich hoch getrendet und jetzt wäre es hier im Kleinen halt auch wirklich wichtig, dass wir hier oben den Trend fortsetzen mit Punkten oder mit Kursen über 10.780 Zählern. Das wäre sehr, sehr positiv. Und dann hier oben die 10.800 und knapp 30 Punkte Marke in Angriff zu nehmen. Sollte es allerdings nach unten fallen, haben wir unten hin ein paar Anlaufpunkte. Die kann ich ja hier in dem Maße mal kurz nennen. Das wäre zum einen dieser Bereich hier und dann hätten wir den Drehbereich hier unten punktetechnisch hier. Auch da, ich klemme einfach mal kurz ein Preisschildchen rechts und links dran. Hier einmal die Marke um die, naja, was haben wir, 10.590 Zähler in etwa, ganz grob. Und dann haben wir etwas tiefer noch die Marke, wo wir schon den Stoppbereich ein paar Mal hatten, beziehungsweise den Auffangbereich hier. Ganz grob der Bereich um die 10.540 Zähler. Ich weiß, die Daytrader, die jetzt hier zuschauen, die werden sich denken, Mensch, das ist doch viel zu grob, da kann man doch nichts mit anfangen. Es ist ganz grob und wen das Ganze interessiert, der schaut einfach mal in die kleinen Zeiteinheiten rein und dann kann man sich sehr fein auch aussuchen, dann kann man schön an die entsprechenden Punkte rangehen und sich die Marke unten raussuchen. Das sind die groben Punkte, die wir hier haben. Wenn sowas gewünscht wird, einfach bitte rein und dann kann ich das natürlich hier etwas intensivieren. Ich richte mich da auch sehr gerne nach den Wünschen, den die Zuschauer, also Sie, die jetzt hier live zuschauen, beziehungsweise das Ganze später dann sehen,
gerne auch mit reinbringen, diese Wünsche. Also, das kurz zum DAX und damit zu den Handelsideen für den heutigen Tag. Ich hatte es ja gesagt, Euro-Britisches Pfund, Euro-Australdollar und Pfund-Schweizer Franken schauen wir uns an. Und wir starten mal mit letzterem, hier das Währungspaar Pfund-Schweizer Franken, mit Blick in den Tageschart und einer Chartformation hier, ich muss das mal kurz etwas zurechtziehen, dass wir es ein bisschen besser lesen können, und einer Chartformation, die sich in der technischen Analyse ein Keil nennt. Hier haben wir einen ansteigenden Keil. Das Ganze verortet innerhalb eines Abwärtstrends, ist also in der Richtung her eher ein bärisches Zeichen. Nun muss man dazu allerdings auch sagen, dass so ein klassischer Keil innerhalb einer Korrektur schon hier oben recht spät auftritt, aber nichtsdestotrotz, die Korrektur dieses übergeordneten Abwärtsschubs ist weit gelaufen und wir sehen es hier oben um den alten Ausbruchsbereich hier drüben. Die Marke um die 1,2125, das ist ein kritischer Bereich hier gewesen. Da sind wir drunter gelaufen und unter diesem Bereich sammelt sich der Markt jetzt hier so ein bisschen. Und dieses Sammeln vom Markt innerhalb dieser Konstellation, wie wir sie hier haben, ja, die macht es halt opportun, dass wir unten drunter rausbrechen. Und wenn wir unten drunter rausbrechen, wäre das dann das bärische Zeichen, dass wir die Unterseite anlaufen können. Und wenn wir uns mal das Ganze hier anschauen, deswegen habe ich mal den untergeordneten Trendverlauf auch mit reingenommen, wäre das dann quasi, wenn wir ausbrechen, hier unten drunter. Da haben wir ein Korrekturtiefen, wichtiges um die Marke von 1,20 und wenn wir da drunter durchlaufen, das wäre dann auch der Ausbruch hier entsprechend aus dieser Unterseite des Keils. Dann können wir uns nach unten orientieren. Wir besprechen die Unterseite gleich fertig. Die Oberseite allerdings, wenn es nach oben weiterläuft und wir uns tatsächlich hier über die 1,2125 fortsetzen können, dann hätten wir hier den kleinen untergeordneten Schwungbereich. Da gab es hier einen leichten Halt, die Marke von 1,22 und darüber hinaus dann hier noch ein Spike High. Das Ganze sehen wir schön im 4- bzw. auch im 1-Stunden-Chart an dieser Stelle. Wir gucken jetzt hier zusammen oder wir blicken uns jetzt mal hier den 4-Stunden-Chart an. Ich zoome das mal kurz etwas zurecht und hier sehen wir, was ich gerade gesagt hatte. Hier schön der Trendverlauf nach oben. Das Ganze flacht hier oben ab und wenn sowas abflacht und hier oben schon mal der Ausbruch versucht worden ist, der aber abverkauft wurde, dann ist das immer so ein bisschen so ein Touch, so eine Nuance, wo man einfach so lesen kann, okay, hier geht einfach momentan die Kaufkraft auf dem Markt verloren. Und wenn da nicht plötzlich neues Geld reinfließt, dann kommt irgendwann der Überhang, der Überschwapp. Und das ist dann das, was wir hier sehen, dass sich im Kleinen hier dann das Thema Abwärtstrend ausbildet. Momentan verharren wir ja hier in einem wichtigen Bereich. Hier schaut euch mal diesen Bereich hier unten an. Das ist schon eine Unterstützung, die schon mit da ist an diesem Punkt, wo wir sehen, hier war es der Widerstand, oben war es die Unterstützung, ist es die Unterstützung. Und wenn wir so ein Level aus dem Markt nehmen, das ist halt schon ein Zeichen. Ja, das ist das, was ich persönlich auch über die vielen Jahre gelernt habe zu lesen. Und da ist jetzt die Handelsidee auch einfach her, wenn wir hier tatsächlich drunter rausbrechen, dann haben wir hier im Kleinen schon mal einen Abwärtstrend am Laufen und dieser laufende Abwärtstrend ist wirklich ein erstes Indiz dafür, dass wir unten drunter durchlaufen. Und wichtigerweise ist, wenn wir uns das Bild mal etwas größer anschauen, hier schaut mal an, das war ein Trendhoch, dann hatten wir hier das Korrekturtief und hier oben an dieser Stelle hier hatten wir das Trendhoch. Heißt also, wenn wir nach diesem Ausbruch unter die Marke, hier unten drunter haben wir es liegen, bei 1,19,1, wenn wir da unten drunter stoßen, ja, dann ist der Weg halt nach unten hin geebnet, dann haben wir diesen Ausbruch auch bestätigt bekommen und dann hätten wir Anlaufpunkte. Und wenn wir uns das Ganze hier mal im Verlauf der 4 Stunden anschauen, dann ist der nächste Anlaufmarker hier die 1,17,7 knapp 6. Dann haben wir hier einen Drehbereich, hier einen Schwungbereich um die 1,17,1,5 und dann kann man sich schon nach unten orientieren. Hier unten haben wir dann ein Swinglow bei 1,12,44 und dann haben wir schon das Trendtief wieder erreicht um die Marke von 1,11 im britischen Pfund Schweizer Franken. Die Oberseite hatten wir besprochen, sollten wir nicht ausbrechen. Ja, dann wäre das, was wir hier sehen, die leicht seitwärts laufende Konsolidierung. Oben war die Kraft nicht da, springen wir drüber, müssen wir wirklich hier durch diesen Widerstandsbereich durch. Das ist die Marke von 1,22. Also es kann auch genauso sein, dass der Kai sich einfach noch ein bisschen weit nach oben fortbildet. Das müssen wir einfach im Auge haben. Springen wir deutlich oben drüber. Hier ist ein Swing High an dieser Stelle um die Marke von 1,2335. Und dann haben wir hier, wenn ich es mal zusammenraffe, den Ausbruchbereich hier oben, als sich das größere Bild gebildet hat, die Marke von 1,25. Nein, halt.
Hier oben doch 1,2592. Jetzt bin ich visuell verschwungen. Das wäre der nächste Widerstand, den wir hier liegen haben. Das ist die Oberseite. Aber wie schon gesagt, da müssen wir erstmal ein paar Widerstände knacken. Das heißt, einfach hinschauen im britischen Pfund, Schweizer Franken. Und damit schalte ich rum in die Währung mit der Euro vorne, mit dem Euro vorne weg. Und wir starten hier mit dem Währungspaar Euro-Australdollar. Das Ganze auch mit Blick in den Tageschart. Und da sehen wir eine wichtige Marke mit dem Blick in das Ganze hier. 1,712. Das war der Punkt, als hier diese brutale Aufwärtsdynamik unten rausgekommen ist. Vom Zwischenlow um die 1,6767 hoch auf 1,9798. Das war ein richtiger Run. Und in diesem Bereich befinden wir uns momentan wieder. Wir sehen es, der Markt ist deutlich zurückgekommen. Wir sehen hier auch einskizziert von der Technik hier vom MTON-Live-Signal, dass der Markt hier runter trendet. Und da haben wir jetzt hier in blau markiert eine sehr, sehr wichtige Linie drin liegen. Nämlich das ist die Linie um die Marke von 1,70. Fallen wir drunter, setzt sich dieser Abwärtstrend fort und hat im Kurzfristbereich dann den nächsten alten Kaufbereich hinter sich gelassen und nimmt dann Anlauf auf. Hier unten dieses Swing Low des vorhergehenden Aufwärtsschubs um die 1,6767. Und darunter haben wir hier noch den Bereich der Trendbildung hier im größeren Bilde gesehen. Also das, was wir hier sozusagen sehen, als wir da rausgelaufen sind, war es die Trendbildung. Jawohl, es ist das Trendbildungslevel hier, die Marke von 1,66. Das wäre dann der nächste Schwung. Das heißt, fallen wir unter 1,70 im Euro-Australdollar, ist der nächste Anlaufpunkt hier das Swing Low 1,676 und dann die 1,66. Die Marker hier auf der Unterseite als nächstes im Euro-Australdollar. Kommt es aber zu einem Rebound? Ja, dann haben wir erst einmal wieder so eine Range, die wir hier laufen haben. Da sehen wir es. Das wäre dann der zweimalige Abprall vom Zwischentief um die 1,70. Und was haben wir dann? Natürlich oben drauf liegen das aktuelle Zwischenhoch bei 1,73,5. Das wären erstmal hier die Marker, die wir haben dann im Schwungbereich, wenn es zu einem Rebound kommt. Oben drüber sehen wir auch schon einiges hier. Der Bruchbereich um die 1,783. Nur da ist noch so viel Luft. Da müssen wir erstmal eine Entscheidung abwarten. Aber auch für systematische Trades auf der Oberseite gibt es tatsächlich Setup-Planungsmöglichkeiten. Und da hätten wir es halt, ne? Wenn es unten weggeht, erster Anlaufpunkt, das aktuelle Zwischenhoch bei 1,73,5. Schiebt es den Markt da drüber, das kann ja alles passieren. Dann kriegen wir eine schöne Korrektur in die Tiefe rein. Nächster Anlaufpunkt 1,78,3. Und damit rüber zum Währungspaar Euro-Britischer Pfund. Und bitte auch hier nicht vergessen, wer Fragen hat, rein in die Chats, das Ganze dorthin. Ich bekomme hier im Facebook gerade eine Frage. Quartalschart bitte ansehen. 0,83 ist die Hauptunterstützung. 0,83, jetzt muss ich mal kurz schauen, wo das gewesen ist. Auf diesen Hinweis gehe ich natürlich auch nochmal ein. Einfach auf Grundlage hier ein bisschen edukatives Teil. Das mache ich ja auch sehr, sehr häufig. Moment, jetzt muss ich nur nochmal kurz schauen. Das war britisch Pfund, Schweizer Franken. Gucken wir uns nachher nochmal an. Wir gucken jetzt erstmal auf das euro-britische Pfund. Und da sehen wir nämlich den Chart hier auch auf Tagesbasis. Und jetzt bitte nicht die Augen reiben. Der Chart sieht fast genauso aus wie der Chart, den wir gerade gehabt haben im britisch Pfund aus im euro-britisch Pfund. Der Chart sieht fast genauso aus wie der Chart im Euro-Australdollar. Heißt an dieser Stelle, wir sind hier in einem Aufwärtstrend vorwärts sehr, sehr stark nach oben gelaufen. Nur, dass wir hier im euro-britisch Pfund nicht mehr im Ausbruchsbereich hier oben hin und her schwingen, sondern schon deutlich tiefer in die Korrektur gelaufen sind. Es gab einen kleinen Zacker oben rein in die Korrektur, wenn wir uns mal diesen Abwärtstrend hier anschauen. Und dieser Zacker rein hatte seinen Haltepunkt bei ganz knapp über den Daumen bei 0,87,420 drinnen gehabt. Das Zwischenlow, hier haben wir es bei 0,86,8. Und jetzt wird es halt interessant. Wir haben hier einen engen Schwungbereich, hier eine Range, leicht da. Unten sind wir noch nicht runtergefallen. Oben drüber hatten wir halt den Deckel drauf und damit haben wir zwei wichtige Schwungmarken. Wenn wir einfach mal ausschauen, nach dieser starken Sache eine Korrektur zu erwarten, die in die Tiefe reingeht, was brauchen wir? Ganz klar, wir brauchen Kurse über diesen Widerstandsbereich hier. Wenn das so kommt, dann ist der Weg nach oben bei 0,8864 auf. Das ist dann da und dann haben wir im kleinen Anlaufbereich natürlich hier auch noch eine Zwischenmarke drinstehen, ganz knapp unter der 0,88.
Gucken wir uns gleich im kleineren Chart an. Auf der unteren Seite, wenn wir hier drunter laufen, da haben wir erst einmal ein paar Unterstützungsbänder. Und zwar hier dieser Schwungbereich um die 0,86,350, das wäre das eine. Und dann hier unten dieses Level, wo sich der Trend gebildet hat. Lasst mich das mal ganz kurz zeigen. Hier an dieser Stelle, seht ihr, hier hat man eine erste Aufwärtsbewegung. Dann gab es hier die Gegenbewegung, hat aber kein neues Tief gemacht und dann ist der Markt sehr, sehr stark nach oben gegangen. Und dieser Bereich hier um die 0,8595, also knapp 0,86, das wäre der Ausbruchsbereich und damit hätten wir zwei Unterstützungslinien, die man durchaus auf der Uhr haben kann. Das heißt, wenn es drunter bricht, wären das mein erster Anlauflevel. Wenn es drunter bricht und in diesen Anlaufleveln allerdings plötzlich Nachfrage reinkommt in den Markt, wären das auch gute Level, um von unten in den Rebound reinzulaufen, der uns doch ein Stückchen nach oben führen kann. Deswegen sollte man diesen Bereich definitiv auf der Uhr mit haben. Und auch hier gehen wir mal in die kleineren Zeiteinheiten rein. Ich gehe hier mal in die Stunde. Da sieht man die Schwankungsbreite auch etwas besser als in den 4 Stunden. Das ist oftmals besser ersichtlich. Aber was man hier halt sieht, ist, der starke Druck von oben kommt. Er flacht allerdings ein bisschen ab. Und hier sehen wir halt die Range, ne? Das ist das, was man im Tageschart sehen kann. Und wenn man hier entsprechend die Ober- oder Unterseite mal nimmt, dann sieht man halt, was los ist. Die Unterseite hatten wir gerade besprochen. Wenn wir allerdings durch die Oberseite drüber gehen, das heißt hier über die 0,8742 drüber laufen, dann hätten wir tatsächlich hier den Markt nach oben laufen und dann haben wir auch ein paar Anlaufpunkte, nämlich dann, wenn wir hier oben drüber gehen, wäre dann der nächste Anlaufpunkt mal hier, wenn wir uns mal die Bewegungshochs anschauen. Dann haben wir nämlich ein paar Marker, die wir durchaus anplanen können. Ich mache die hier mal in einer anderen Farbe. Das heißt, da haben wir hier in etwa ganz grob die 0,878 und dann haben wir schon den oberen Anlaufbereich hier um die 0,884. Diese Marker sind da und das Ganze kann dann noch weiter nach oben getrieben werden. Hier haben wir noch ein paar Anlaufpunkte zur Oberseite hin in Richtung dieses alten Ausbruchsbereichs oben, den habe ich ja schon markiert hier, diese Marker, sind so die Bereiche, die Anlaufpunkte. Also hier oben der Ausbruchsbereich um die 0, was ist das hier oben, die 0,902 und dann hier die Swing Highs. Das sind die wichtigen Marker, die wir haben, wenn wir hier oben drüber durchbrechen. Das ist der Blick in die kleineren Zeiteinheiten an dieser Stelle. Also das mal der Blick in den Euro-Britischen Pfund und dann hatte ich ja versprochen, wir gehen noch mal ganz kurz zurück in das Währungspaar britisches Pfund, Schweizer Franken. Da hatten wir nämlich kurz noch eine Anmerkung gehabt. Nein, 0,83, da weiß ich jetzt gar nicht, aus welchem Chart das herkam. Ich habe leider auch keine Rückmeldung bekommen. Dazu heißt also an dieser Stelle hier, wenn wir das Monthly mal anschauen, nee, sehe ich nicht. Aber wir hatten hier quasi die Bitte bekommen, dass man halt auch mal die andere Charteinheit anschaut. Und das ist das, was wir ja hier jeden Moment auch machen, wenn es sinnvoll ist, dass man einfach sagt, wo liegen denn auch Unterstützung oder wo liegen wichtige Drehbereiche. Da schauen wir die unterschiedlichen Zeiteinheiten auch schon mal an. Und das sieht man halt auch hier im Währungspaar britischer Pfund, Schweizer Franken, wo das große Bild auch hingeht, dass wir hier seit langer, langer Zeit fallende Hochs haben und fallende Tiefs. Aber dass unten so ein bisschen immer die Dynamik rausgeht. Deswegen sehen wir das Ganze hier. Aber im kurzfristigen Bereich haben wir es halt, wie wir es haben. Von der Seite her sind wir da auch fertig. Jetzt schaue ich nochmal rein. Fragen sehe ich hier momentan keine. Das heißt, an dieser Stelle will ich nochmal einen Blick wagen. Und zwar, wir hatten ja am Freitag das WTI besprochen. Ja, was soll ich sagen? Holla die Waldfee, ne? Das ist ja mal wieder par excellence gewesen, was wir hier gesagt haben. Wir haben ja hier ausgemessen mal im WTI, weil wir unten so wenig Planpunkte, so wenig Anlaufpunkte haben, wo der Markt eventuell hinlaufen könnte. Und da habe ich halt gesagt, okay, wenn uns hier der Chart keine Anhaltspunkte gibt, zumindest keine nahen, dann messen wir doch einfach mal aus, wo das Ganze hingehen könnte. Und da haben wir hier sozusagen von der Marke um die 20 Dollar hochgemessen, ganz knapp hier in diesen Widerstandsbereich rein, um die 27,30 und haben das einfach mal unten rausgespiegelt und wir sind jetzt schon da, ne? Wir sind unter die 20-Dollar-Marke gelaufen und fallen hier einfach runter wie ein Stein momentan. Das Barrel Öl kostet aktuell 15,35 Dollar und damit wäre dieser Zielbereich auch wirklich da. Und wenn man sich das mal anschaut hier, wartet mal, lasst mich mal kurz einen anderen Chart noch reinholen, damit wir mal sehen, historisch gesehen, wo wir momentan überhaupt stehen. Es ist irre. Also wirklich Wahnsinn. Ich mache das mal ganz kurz. Gebt mir einen Augenblick.
schauen, dass ich den Öl, ich nehme mal einfach den Öl Future hier an, mal schauen, dass ich den richtigen bekomme. Na, komm mal her hier. Holla, die Waldfee. Es ist echt Wahnsinn. So. Schaut es euch mal an, wo wir stehen. Und lasst uns hier mal kurz auf Monatschart schauen. Ha? Guckt mal, das war hier 2002. Da standen wir bei 17. Das ist einfach ein Zeitrahmen. Also wie weit man da zurückgehen kann, wo wir jetzt aktuell stehen. Wir stehen momentan bei 14,82. Hier das Low im Jahr 1986 hatten wir bei etwas unter 10 Dollar. Also wir sehen, charttechnisch ist nach unten schon noch Luft da. Aber es ist irre. Und das ist etwas, das muss man wirklich auch mal so ein bisschen auf der Uhr haben. Das ist nämlich ein Zeichen dafür, dass wir wirklich da derzeit in einer sehr, sehr starken wirtschaftlichen Krise weltweit stecken. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das haben wir hier. Die Aktienmärkte steigen. Was steckt dahinter? Ich weiß es nicht genau. Ich kann hier auch nur eine Vermutung anstellen, dass es einfach darum geht zu sagen, okay, das ist jetzt die Wirtschaftskrise, ist ausgelöst durch diese Krankheit, durch diesen Virus. Und wenn der Virus weg ist, wird sich alles wieder etwas deutlicher erholen. Das heißt, wir kommen hier nicht aus einer Depression oder sowas raus. Von der Seite her möglicherweise das. Und dann haben wir hier noch den Ölkrieg zwischen den Russen und den Saudis. Das mag möglicherweise auch noch eine Rolle dafür spielen, dass das Überangebot so groß ist. Aber wichtig ist die Nachfrage. Und wenn die Nachfrage wieder anzieht, wird das den Ölpreis stabilisieren. Und momentan haben wir das einfach nicht. Wir sehen es ja an den wöchentlichen Lagerbeständen. Das also dazu. Und dann an dieser Stelle bitte auch gleich nochmal den Hinweis hier zu sehen. Wir haben am Samstag eine Veranstaltung hier zusammen mit Tickmill. Wir haben hier zwei Vorträge nächste Woche, beziehungsweise diese Woche Samstag, also da um 13 Uhr und um 14 Uhr. Ich will mal ganz kurz den Link noch rausholen. Da haben wir zwei Vorträge hier in der Live World of Trading on Tour. Das ist also die On Tour at Home dieses Mal, weil wir natürlich nicht in Stuttgart sein können. Und da, ja, sage ich mal, einfach anmelden und zuschauen. Ich suche gerade eben mal den Link auf dem Bildschirm raus, den wir hier haben. Das Ganze hier in unseren Veranstaltungen. Ich hoffe, ich finde ihn flott. Und damit können wir durchlegen. Hier, da ist er. Schaut es euch an. Ich muss mal kurz draufklicken. So, da haben wir es. Also, hier an dieser Stelle, wir sehen es bei uns auf der Facebook-Seite auch schon beworben, das Ganze hier, die World of Trading on Tour at Home sozusagen. Und wer sich anmelden möchte, kann das gerne tun. Ich schicke den Link hier gleich auch nochmal mit rum in Facebook, beziehungsweise hier auf GoToWebinar. Und da kann sich jeder entsprechend auch anmelden. Das Ganze ist wie immer in diesen Dingen natürlich kostenfrei. Und zu diesem Vorträgen, ich habe ja zwei Vorträge an dieser Stelle, habe ich auch noch gesagt, weil wir hier in diesen zweimal halbe Stunde Blöcken keine großartigen Fragen besprechen können, lasse ich das Thema mit den Fragen in diesen Vorträgen einfach beiseite und mache ein Question, also ein Frage- und Antwort-Webinar eine Woche später. Das Ganze dann ist als drittes, als Folgewebinar dann sozusagen. Die ganzen Einladungen gehen hier auch noch rum. Das schicke ich alles noch über den Äther, dass sich da auch jeder anmelden kann. Und da wird das Ganze eine runde Sache. Das heißt, am Samstag zwei Fachvorträge und dann nächste Woche, also die Woche drauf quasi, gibt es dann nochmal das Frage- und Antwort-Webinar dazu. Das dazu und damit sage ich jetzt so kurz vor 9. Danke für die Zeit heute Morgen. Allen gute Trades, bleibt gesund und wir sehen uns morgen früh um 8:30 Uhr wieder mit dem Blick in die Märkte. Blog-Eintrag gibt es vorher. Ich freue mich drauf. Danke fürs Weiterempfehlen und bis morgen. Tschüss.